Und seid wieder herzlich willkommen zurück hier bei Hausi Flippi. Zurück in der neuen Folge. Wir haben ja letztes Mal wieder ein bisschen Kohle rangeholt. Ich war halt mit dem Haus nicht zufrieden mit dem letzten, weil, ja, da können wir halt auch nichts machen. Die Hausbesitzer wollten dazu. Wir schauen mal weiter. Noch ein bisschen Geld sammeln wäre vielleicht nicht schlecht. Dann können wir bald nochmal eine schicke Hütte holen und die dann wieder renovieren. Bitte räumen Sie das Haus auf. Da können wir vielleicht ein bisschen skillen. Hallo, vor einigen Tagen haben wir den Hans einen guten Preis erworben. Die Höhe des Preises hatte zwei Gründe. Über viele Monate wollte niemand dieses Haus kaufen, bis endlich ein ungebetener Gast dort einzog. Es handelt sich um einen Gentleman, der sich unbemerkt einschlich und dort über einige Tage lang lebte, bis er von der Polizei aufgegabelt wurde. Dieser Herr veranstaltete in diesem Haus einen solchen Sauschall während seiner kurzen Zeit. Glaubst du glauben, Juge? Überall Müll auf dem Boden, Pakete und Zeitungen, unidentifizierbare Substanzen, Sperma auf dem Parkett, und es scheint, als ob er auf der Türschrank seinen Inhalt zurückgegeben hätte. Als Person, die vor solchen Zuständen zurückschreckt, bitte ich Sie, die Wohnung aufzuräumen und zu entrümpeln. Ich bitte auch, die Probleme mit der Elektrizität zu beheben. Vielen Dank, Robert Mandel. Ja, mein lieber Robby, dann guck mal nach, was da los ist, nicht? Die Hütte sieht sehr unscheinbar aus, erstmal. Wir werden sehen, was sich dahinter verbirgt. Wir könnten direkt jetzt gehen und würden 350 Euro kriegen. Einfach nur, weil wir da waren. Das finde ich auch gut. Ich sehe da schon die Fensterscheiben. Ach du Scheiße. Wie war das? So. Ach du Scheiße. Sehe ich da Glasscherben? Es sind Glasscherben. Einmal sein Anus drüber gerieben oder was? Junge. Wir räumen erstmal den ganzen Dreck weg, der hier so rumliegt, bevor wir dann zum Besen greifen. So, hatten wir hier noch was? Saugen gleich auch noch rein, Verschmutzung, repariere. Hier gibt es sehr viel zu tun. Wenigstens hier ist nicht ganz so schlimm. Da sind Fußspuren auf dem Boden. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorge. Zum Glück gehen die aus dem Dingens da raus. Ich glaube, da geht's zum Keller. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da gehe ich nicht hin. Tschüss. So, das hier sieht auch noch in Ordnung aus. Hallo? Hallo? Bin die Putzfrau. An die Putzfrau darf man nicht mehr sagen. Öffnen. Montieren. So. Okay, den Sicherungskasten haben wir schon mal gemacht. Boah, Alter. Das wären eigentlich alles Kakerlaken, ne? Man sieht das jetzt gar nicht so gut wegen der Taschenlampe, glaube ich. So sieht es aus. Naja, auch nicht wirklich besser. Gibt es hier Licht? Ich muss da irgendwo ein Schalter sein. Jetzt sieht man es auch nicht wirklich. Jetzt sieht man es noch weniger. Jetzt sieht man es gar nicht mehr. Oh, okay. Ich lasse es gerade mal aus. Ich nehme mal den Staubsauger und saug das hier gerade mal weg. Weil tatsächlich sieht man es in der Dunkelheit einfach am besten. So, das ist weg. Das Geräusch. Reinige die Verschmutzung. Weißt du was, dann fangen wir im Keller einfach mal an. Ich rubbel hier einfach mal durch die Gegend. Boah, Alter. Besen oder Mob sind nicht die richtigen Werkzeuge, um das zu tun. Staubsaug... Was? Ist ja auch noch, Da ist doch gar nichts. Ich glaube, der hat sich noch auf die Glasscherben, in Anführungsstrichen, die Kakerlaken bezogen, die gar nicht mehr da sind. So, Alter. Ordentlich ein Popel abgeschmiert hier. So, haben wir das schon mal. Jetzt könnte man hier auch das normale Licht wieder anmachen, fällt mir gerade ein. So, ich sehe nicht mehr viel, da ist noch was. Und ich glaube, hier war es, nein, das war es nicht, 95%. Ernsthaft? Irgendwo ist noch was. Hier in der Ecke vielleicht? Nur eine alte Mumie oder so? 95%.
Vielleicht an der Treppe irgendwo, vielleicht irgendwie hier. Das zählt da nicht dazu. Vielleicht übersehe ich auch gerade irgendwas. Mal ganz kurz so. Oder hier irgendwie. Einmal drüber schrubben über die Dinger. Da ist aber auch nichts. Gehe hier nochmal langsam lang an der Wand. Ich sehe da halt gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wo der hier Verunreinigungen sieht. Da war gerade ganz kurz der Mauszeiger aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung, wo hier noch Dreck sein soll. Ist hier noch irgendwo Scheraben? Da war was. Ah, das glaube ich nur hier. Das Ding, ich verschiebe den mal ganz kurz. Vielleicht versteckt sich dahinter ja was. Sieht aber nicht so aus. Nö. Ich sehe auch auf der Map halt nichts mehr. Vielleicht hier irgendwie oder da drin mal hier einmal schön durchschrubben. Schön mit einem nassen Schrubber einmal durch. Das ist eine gute Idee. Die Pixelsuppe haben wir auch wieder mit am Start. Da ist auch nichts. Ich habe keine Ahnung, wo hier noch Dreck sein soll. Ich räume hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Da ist eine Steckdose. Ich mache mal das Licht nochmal aus, vielleicht sieht man dann wieder was. Ich sehe ja nichts. Da ist nichts. Rein gar nichts. Schieb das Ding nochmal, aber wenn jetzt da auch nichts ist, schieb den mal da hinten in die Ecke, wo der andere vorher war. So. Aha! Da versteckt sich der Kollege. 99% willst du mich verarschen. Jetzt irgendwo klebt wahrscheinlich noch ein Popel irgendwo unterm Tisch oder so. Den finden wir jetzt nicht. Speichern. Das ist immer gut. Wir diesen Popel finden. Kann ich das Ding eigentlich verschieben? Was war denn das gerade für die Bewegung? Warte mal. Jetzt nicht mehr passiert. Das sah gerade sehr lustig aus. Ich mache mal den hier nochmal hin. Gucke hier nochmal. Schrubb hier nochmal einmal quer durch die Gegend. Aber ich habe keine Ahnung, wo dieser 1% sein soll. Bestimmt hinter der Waschmaschine, wo man nicht hinkommt oder so. Nüt. Nada nüt. Gar nix. Ach, weißt du was, leck mich doch. Dein blöden 1%. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Man sieht ja auch nix. Wir müssen das unbedingt nochmal skillen, dass man die Verunreinigung besser sieht. Also, dass man möglichst alles sieht, was irgendwie noch irgendwo rumhängt. Ich mache die Taschenlampe aus. Hallo? Ah, hier. Ich drücke mal L, aber L ist falsch. Die Beleuchtung ist auch eher mehr als... So, achso, hier haben wir wieder Scherben. Boah, das sieht so ekelhaft aus, ne? Das ist so, ey, Alter. Ich will gar nicht wissen, was der hier angestellt hat. So. Aber eins ist sicher, er hatte seinen Spaß. Den hatte er definitiv. So, jetzt hoffe ich, ich krieg hier alle. Sauge die Glasscherben auf. 1 von 3, okay. Dann machen wir hier mal. Man sieht das echt schlecht, ne? Leider. Weil die Glasscherben natürlich aufgrund ihrer Natur leicht transparent sind. Wo ist denn der letzte? Ist hier drauf? Nee. Irgendwo hier soll noch sein. Ich sehe nichts. Oder? Nö, ist weg. Oh, okay. Gut, dann greifen wir wieder zum Schrubber. Boah, ganz ehrlich, stell dir mal vor, du wärst jetzt wirklich diese Person, ne? Und würdest diesen Job machen, ne? So Renovierung und tralala und alles. Und dann kriegst du diesen Auftrag, kommst hier rein und siehst einfach, du findest einfach das hier vor, was du hier halt vorfindest. Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde rückwärts wieder rausgehen. Also, bei aller Liebe, aber ich würde sagen, alles raus und neu. Weil normalerweise kriegst du sowas hier alles nämlich nicht weggeschrubbt, mal eben so. Es ist schon, ja.
ist schon eine Herausforderung für sich. Da soll noch irgendwie Dreck sein. An der Decke vielleicht? Nein? Irgendwo hier. Ich sehe halt nichts, aber es scheint weg zu sein. Und da hinten. Ah, da. Okay. 98%. Okay, wo sind diese 2%? Ich wische hier einmal quer durch den Lappen gerade. Irgendwo verstecken die sich bestimmt. An der Decke war ja diesmal nichts hier. Nochmal einmal über den Tisch rüber. Da unten nochmal ein bisschen hier und da. Das versteckt sich bestimmt wieder. Weißt du was? Ich mache jetzt Folgendes. Nimm jetzt diesen Kühlschrank hier, total badass. Pack den da hin und gucke. In meinem Adlerauge, sich hier irgendwo was versteckt. Und ich finde nichts. Außer einer defekten Steckdose, die wir reparieren müssen. So, keine Ahnung, ob der hier stand, aber jetzt steht er da. Das Ding, ich mache das nur mal testhalber gerade und gucke mal. Aber hier sieht es soweit gut aus. Da ist so eine Steckdose, die ist aber intakt. Okay, dann machen wir erstmal mit den Fenstern weiter. So. Ey, da war noch ein Popel in der Ecke. War ich noch nicht fertig. So. Und noch einmal hier. Da ist ein sehr interessanter Rand unten. So, haben wir auch. Das waren die Fenster. Und dann machen wir hier nochmal. So, raus. So, hier. So, und tschüss. Und den neuen rein. Also erstmal die Kabel. Die Schrauben. Und rein damit. Und einen frischen Deckel drauf. War das gerade ein USB-Port an dem Ding? Es gibt ja so Steckdosen mit USB. Ich finde die voll geil. Die sind nur leider meistens relativ teuer. Aber es ist... hallo? Jetzt. Aber es ist schon ziemlich cool, wenn du so eine Steckdose hast, wo du direkt nur USB dran hast. Und dann quasi direkt dein Handy daran knüppeln kannst. Das ist schon nice. Ich meine, klar kannst du dein Handy auch einfach so mit einem normalen Ladegerät an der Steckdose hängen. Aber damit würdest du halt den Steckdosenport belegen, nicht? So, ist hier drüben irgendwo vielleicht noch Dreck, den ich nicht gesehen habe? 2%. Vielleicht zählt ja irgendwas. Guck mal, hier ist was. Aber ich glaube, das zählt nicht dazu. Hier. Nee, das müsste alles noch zum anderen Zimmer zählen. Da war gerade so eine ganz kleine Ecke von Dreck, ne? Richtig fiesen. Guck ich nochmal. Ah, jetzt ist es weg. Okay, dann hat er wahrscheinlich irgendwas anderes mitgezählt. Ich sehe da gerade was. Seht ihr das auch? Da oben ist es. 51%. Was? Zimmer 5 Quadrat. Willst du mich verarschen? Boah, wie fies ist das denn? Der zählt das hier irgendwie als Zimmer. Diesen Treppenabschnitt. Und ab hier ist es ein anderes Zimmer. What? Ein bisschen buggy eventuell. Okay, so hier sieht er wieder ganz human aus. Dann fahren wir hier mal fort. So. Alter. Ich dachte gerade, das wäre ein riesen Dreckfleck hier, aber es ist nur von der Lampe. Oh, sind die hässlich. Die sehen echt nicht schön, die sehen einfach nur dreckig aus. So, warte. Polieren wir hier einmal quer durch die Bank. Hallo? Ich will mal Steuerung drücken zum Ducken, aber C ist ja für Ducken. Mal ein bisschen verwirrend. So. So, da ist noch was. Dann hier natürlich auf der Fensterbank, wo auch sonst. Mal schön raufgerotzt. Jetzt doch bestimmt wieder hinterm Bett oder so irgendwie was. Muss ja erstmal nochmal Möbelrücken machen hier. So. Gucken wir mal. Das sieht gut aus soweit. Können wir wieder hinstellen. So. Und. Na, so. Dann rücken wir einmal das Bett ab. Und, hallo. Und schauen mal. Hier sieht es aber auch gut aus. Wir haben 87%. Die Fenster werden das nicht sein, weil die werden ja gesondert gezählt. Hui.
Wir könnten schon den Auftrag abschließen, aber natürlich, das muss vollständig gemacht werden. So. Sowohl, haben wir. Sowohl, was? So, das Bettchen wieder in die Ecke. Hallo? Bettchen in die Ecke? Hä? Sag mir nicht, das kann er da nicht. Mach den trotzdem nochmal weg und guck nochmal, aber hier sieht es eigentlich sauber aus. Machen wir den Besen nochmal raus und gehen wir nochmal lang. So, hier nochmal irgendwie. Ich weiß ja echt nicht, wo der Dreck sich da immer versteckt, ne? Überall mal rüber. Vielleicht ist da noch auf dem Schrank was. So, hier nochmal, da nochmal. Oder das kommt halt wirklich einfach von irgendeinem anderen Zimmer. Und geht quasi hier so rein. Also das, ja, im Prinzip halt eigentlich ein Fehler ist. Hallo? So, jetzt leg doch das Bett ab. So. Dann machen wir das Schränkle hier wieder hin. So. Stellen wir das Bett hier hin. So, da hat es auch ein bisschen Luft. Ich glaube, das kommt vom Raum nebenan. Pass mal auf, wenn wir jetzt hier in den Raum nebenan gehen, diesen hier, und jetzt hier das Licht anmachen und hier den ganzen Mist wegpolieren. So, da auch. Und dieses hier da unten, das ist auch schön fies versteckt wieder. So, können wir hier nochmal lang. Dann Alter, kann ich das nicht aufmachen? Nö, irgendwie nicht. Okay. Stimmt noch oben an der Decke wieder irgendwie was oder so? Nee, tatsächlich nicht. Okay, da drüben, da... Kann ich hier eigentlich durch die Wand wischen? Nö. Okay, das Ding müssen wir, glaube ich, reparieren. Zum Wegwerfen. Okay, da soll wahrscheinlich eine neue Dusche rein. Montiere die Geräte. Natürlich soll eine neue Dusche rein. Da kriegst du aber nur eine Einbaudusche, mein Freund. Alles andere ist nicht in deinem Budget. Oh Gott, das dauert ja wieder 100 Jahre. Da haben wir das schon geskillt mit dem ganzen Montieren-Zeug. Und dann kommt die Dusche. Das ist einfach der Endgegner. So. 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 Hallo? Hä? Okay. Irgendwie wollte er das Ding gerade nicht anfassen, nehmen, reinmachen, wie auch immer. So. Das Ding daran, den da rein, den da rein, den da rauf, das da hin, das da rein. Den da rein, dann den da ran, dann das da, dann dieses und jenes und so und dann hier nochmal und da nochmal und dort nochmal und den da rauf und dann diesen hier und das da rein und den da rein und den da hin und hallo und das da rein und das da rein und so und dann hier nochmal und so und die Blende unten noch und dann ist fertig. Reinige Verschmutzung, 90%, leck mich doch am Arsch, gibt's doch nicht. Bestimmt sind die jetzt hier schuld, ich mach die mal weg gerade. Wir gucken auch gleich in dem anderen Zimmer nochmal. Das richtig fies gemacht, ne? So, jetzt habe ich die Ecke quasi gecleant. Ja, jetzt ist es weg. Gucken wir in dem anderen Zimmer nochmal. Sauber. Wunderbar. Geil. So, dann schrubben wir hier mal weiter wie ein Weltmeister. Das olle Deck. Immer diese Leichtmatrosen, die hier irgendwie nicht das Deck schrubben wollen. Verdammtes faules Pack. So, da ist noch irgendwo ein Dreckschniesel. Da. So, Fenster reinigen. Eimer schön drüber polieren über den Schmarren. So, mal hier und dann nochmal hier und dann da und dann dies, so. Düdlütüdü. Mal so. Wie man gerade Lust und Laune hat, ändert man die Formation beim Fensterputzen. Juhu, wir haben's fertig. Alter, diese Drecksbude, ne? Das ist so... Oh. Vor allem das hier. Dieses... Warte. Achso, jetzt zeigt das nicht mal an. Dieses 5 Quadratmeter Zimmer, in Anführungsstrichen. Hier, wenn du auf der Treppe stehst, ne? Alter, wer denkt sich sowas denn aus? Warum? Ist ja furchtbar. Ih. Achso. Ich dachte gerade, da ist auch noch fett Dreck auf dem Dach, aber... Zum Glück nicht. Alter, ey. Junge. Nochmal schön hier, Thumbnail Position, ne? Wie immer. Ey. Aber ich mag das Mauerwerk.
Auch wenn es hier ein bisschen komisch ist, so irgendwie, wenn hier direkt das beginnt, so. Und die Mauer, die Ziegel irgendwie so, naja, die sind halt sehr flach, die Ziegel. Aber gut. So, dann machen wir uns wieder auf den Weg. Auftrag beenden, haben wir nochmal knapp 6.000 rausgeholt. Das heißt, wir haben jetzt irgendwas 75.000 oder so, glaube ich. Bin mir gerade gar nicht so sicher, wie viel wir jetzt da haben. Ja, ungefähr Pi mal Daumen geteilt durch Nase hoch Augenbraue. Haben wir jetzt 75.000. Es geht voran. Wir haben langsam wieder ein bisschen Budget, mit dem man arbeiten kann. Das könnte man ja sinnvoll verwenden, indem wir ein bisschen dann wieder Hütte kaufen. Würde ich sagen, das könnte man ja vielleicht in der nächsten Folge oder ab der nächsten Folge, es dauert ja mal ein bisschen länger dann, könnte man das ja mal wieder in Angriff nehmen, nicht? Würde ich sagen, dann quassel ich hier mal nicht länger weiter rum, bedanke mich fürs Zuschauen und ich guck nochmal, ja, alles wunderbar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und like diese Folge, gib mir einen Daumen nach oben. Oder auch nach unten, wenn du es scheiße fandest. Und abonniere diesen Kanal, damit du diesen ganzen Bullshit noch länger geben musst. Denn ich werde dich quälen damit bis an dein Lebensende. So, Entschuldigung. Wir sehen uns wieder nächste Folge. Bis dahin. Tschüssi.